Alles klar. Spitzhacke habe ich schon, brauche ich nicht. Und Paul. Hey. Sonst alles klar bei dir? Sonst alles klar bei dir? Ja, ich werde einen Haufen Gold aus diesem Fels holen. Alles klar, Kerl der Woche. So, dann würde ich sagen, wir klimmern aber wirklich alles nacheinander ab. Deswegen gehen wir jetzt noch kurz hier rechts rein und fangen erstmal an, hier mit allem und jedem zu sprechen. Wer ist denn hier? Gar. Hey, du. Warte mal. Gibt's Probleme? Minecrawler. Jede Menge Minecrawler. Wir sind hier auf ein Nest gestoßen. Warum greifen wir die Crawler nicht an? Warum greifen wir die Crawler nicht an? Hab ich auch gefragt, aber die Garde hatte Wichtigeres zu tun. Bloodwayne hat es mir überlassen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ich schätze, du hast nicht vor, dich mit den Crawlern anzulegen. Warum sollte ich? Damit wir an das Gold kommen, das in der Höhle ist? Das meiste wird sich eh Bloodwayne reinziehen. Und für das bisschen, das ich kriege, riskiere ich nicht meinen Hals. Wenn du dich mit den Crawlern anlegen willst, lass dich nicht aufhalten. Nur lock sie nicht alle hier rauf, ja? Wir können es auch. Kannst du mir noch was über Bloodwayne sagen? Also eigentlich dachte ich jetzt, wir machen das zusammen, aber okay. Was kannst du mir denn noch über den Kerl sagen? Kannst du mir noch was über Bloodwayne sagen? Ja, er ist ein goldgieriger Bastard. Er kontrolliert jede neue Ader und jeden Klumpen. Für Gold ist ihm kein Weg zu weit, aber wir sind ihm scheißegal. Und sonst? Er hält sich für den Größten und kann's nicht leiden, wenn jemand besser dasteht als er. Okay, ich würde trotzdem nicht gegen ihn antreten wollen. Geh ihm am besten aus dem Weg und reiz ihn nicht. Es sei denn, du willst, dass er wütend wird und seine Beherrschung verliert. Eventuell wollen wir das ja. Wen haben wir hier? Ein Sklaven, hat er was zu sagen? Hey! Bitte schlag mich nicht! Nein, will ich gar nicht. Hey, du! Ich hab nichts getan, lass mich in Ruhe! Nein. Hey, du! Ich hab nichts getan, lass mich in Ruhe! Ach Kerl, ich will dir gar nicht wehtun. Ich kann dir doch ein Wasser geben. Ich will echt den Leuten hier helfen, du. Gut, dann probieren wir mal gerade die Truhe hier. Ja, die ist zu weit entfernt. So, jetzt rechts, nein. Links, links, rechts. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts. Ja. Dafür hat es jetzt sich nicht allzu sehr gelohnt, aber naja. Hauptsache, die Truhe ist leer. Und das Zeug ist in unserem Inventar. Und wir gucken einfach mal gerade ganz kurz nach dem Nest. Also ich möchte jetzt nicht die restlichen 10 Minuten, ungefähr 10 Minuten drauf schmeißen. Ich habe eine ganz schöne Menge an Crawlern. Also hier sind aber auch eine ganz schöne Menge Leute gestorben. Ja, komm mal, Alter. Komm mal her, Alter, komm mal her, komm. Der zweite kann auch direkt. Ja, okay, der will nicht. Alles klar, dann mache ich erstmal den ersten. Oh, also mit denen haben wir absolut kein Problem, ne? Hinter uns nicht, dann stellen wir uns mal hier ganz rechts auf die Seite. Ja, so. Ganz schönes Nest von Minecrawler. Und eben hatten wir zweimal hintereinander die Schläge, das hat man gesehen. Das heißt, mit kritischen Treffern sind die relativ schnell kaputt, aber ohne. Dann brauchen die natürlich auch wieder ein Stück länger. Ja, komm. Also ich würde sagen, komm, das sind jetzt so viele. Da können wir sie dann noch alle mal fertig machen. Das ist wieder ordentlich was an Erfahrungspunkten. Ich riskiere mein Leben auch nicht, ehrlich gesagt. Wisst ihr, wenn es drauf ankommt, dann ist unser Held natürlich da. Jawohl, ich muss mir das angewöhnen, noch ein Stück später zu drücken. Okay, der hat mit R2, habe ich gesehen. Ja, ein Stück gefährlich ist das schon. Egal, wir werden das schon schaffen. Ja, rechts, links, rechts, links. Ja, komm, rechts, links, ja. Rechts, ja, das war ein Crit. Jetzt sind wir nach vorne, links, nach vorne. Und schon haben wir das Ding. Dann kommt das nächste auf uns zu. Ich weiß gar nicht, ob wir dem schon die Platten entziehen können. Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht. Das werden wir auch noch erfahren. So, ja, unsere Prozentanzahl von kritischen Treffern kann auch noch mal ein Stück steigen. Da habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Na, komm. Jawohl, und nach vorne, und nach vorne, und nach vorne. Jawohl, das läuft ja richtig flüssig hier. So, einfach nur ein Stück weg zur Sicherheit. Ehrlich gesagt, gerade keine Ahnung, wie viel Schaden die uns machen, die Dinger. So.
können ja mal hingehen, mal sehen. Doch, also ein bisschen Schaden ist es schon, wenn wir da dauerhaft geschlagen werden. Vor allem, wenn die einmal drankommen und schlagen, dann sind sie ja auch gut dabei und hauen schon des Öfteren mal. Und hier sind Goldbrocken auch, hier unten. Das heißt, hier ist eventuell die nächste Arbeitsstelle schon. Und das Netz. Ah, okay, wir haben dann nochmal, ich glaube, insgesamt 500 Erfahrungspunkte bekommen dafür, dass wir jetzt dann den letzten noch erledigt haben. Also das sind Erfahrungspunkte, die hier geradezu von Berge rieseln. Wir brauchen schon wieder nur 5000 und dann haben wir schon wieder das nächste Level. Es ist unglaublich, wenn wir das nächste Mal uns irgendwas beibringen lassen. Wir werden so stark werden. Es wird wieder so ein Unterschied werden. Wir werden... Oh, eine Holzfäller-Axt, Waldbilder, da hinten ist Goldbrocken, da habe ich aber keine Lust jetzt zu hacken. Aber wir werden das nächste Mal, wenn wir uns aufpushen, wir werden so einen deutlichen Unterschied haben. Ihr werdet das sehen, wir werden dann wirklich stark werden und ich bin mir eigentlich aber auch ziemlich sicher... Nichts zu plündern. Okay, die können wir nicht ausnehmen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir das alles brauchen. Denn ich glaube, dass... Also das hört sich echt gigantisch an, wie Raven drauf ist. Natürlich, also... Er ist ja noch, es ist ja eigentlich, ja, nicht relativ früh im Spiel, aber wir sind ja fast bei der Mitte angekommen. Oder schon bei der Mitte angekommen, kann man auch schon sagen. Wartet mal. Okay, ich konnte mich eben nicht nach rechts und links bewegen. Wir sind schon fast bei der Mitte angekommen. Und, ich habe zwar noch nie das Add-on bei den Drachen gespielt, aber ich weiß nicht, also Raven klingt, glaube ich, ein bisschen zu stark. Also ich glaube, so stark... ist er letztendlich nicht, aber das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe, wie gesagt, noch nie gegen ihn gekämpft. Wir werden das einfach sehen. Und, ja, wir werden es halt einfach sehen. Ich glaube aber persönlich, also, dann noch mit einer stärkeren Rüstung, wisst ihr, und dann wird das schon kein Problem für uns sein. Dann gehen wir jetzt mal wieder hoch. Wir haben keinen Crawler angelockt, sondern alle dem Erdboden gleich gemacht und... Da kann sich der Kerl drüber freuen, haben wir seinen Auftrag erledigt. Wir haben so viele Erfahrungspunkte bekommen, also wir können uns nicht beschweren. Garaz, oder Garaz. Die Crawler sind erledigt. So, das sollte es gewesen sein. Die Crawler sind erledigt. Bloodwayne ist schon auf dem Weg. Das ist doch das, was du wolltest, oder? Ich meine, du hast die Crawler abgemetzelt, damit Bloodwayne herkommt. Also, was immer du vorhast, tu es jetzt. Ich warte. Ende... Ich muss jetzt Bloodwayne schlagen. Uiuiui, Freunde. Ich würde aber mal sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Wir machen es so, dass wir ihn gerade noch sehen, dass ich mich beim nächsten Mal auch hier dran erinnere. Und speichern. Dann... Ja, nee, wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit. Wollen wir es einfach mal aus Spaß und Jux probieren. Wir gehen einfach mal runter zu Bloodwayne. Bloodwayne, hallo. Kerl, wo läufst du? Hey. Du hast die Mindcrawler getötet? Gut, ich übernehme jetzt. Los, verschwinde. Warte mal. Du bist noch nicht weg? Wir haben noch was zu klären. Ich suche Raven. Ich suche Raven. Ja, und warum glaubst du, dass Raven ausgerechnet mit dir? Warte mal, du bist das? Du bist der Kerl, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Was machst du hier? Du solltest längst tot sein. Das sagt man mir dauernd. Diese Pünken haben alle versagt. Aber an mir wirst du nicht vorbeikommen. Dieses Mal erledige ich dich. Wie ich bereits sagte, es ist Raven, den ich suche. Du bist nicht wichtig für mich. Ich werde dich töten. Ich habe bis jetzt jeden Kampf überlebt. Ja, sonst wärst du ja auch tot. Ich dachte, ich hätte dich erwischt. Haben wir vielleicht... Ja, ich dachte, ich hätte dich erwischt. Haben wir vielleicht im ersten Teil gegen den gekämpft? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die Gothic-Kenner unter euch wissen es. Aber ich würde mal sagen, der Spruch, der klingt doch schon eiserhart. Du, alles hat ein Ende. Oder, nee, alles hat mal ein Ende, lieber Bloodwayne. Alles hat mal ein Ende. Ich werde dich trotzdem besiegen. Und ich habe die Explosion der Barriere ohne einen Kratzer überlebt. Ja,
Ja, Freunde, da ist das Telefon am Klingeln. Momentchen. So, jetzt, gut, du und viele andere. Oder ja, wir müssen mit dem. Wir können mit dem so viel da reden. Also, ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach mal so. So, wir laden jetzt das Spiel nochmal. Und zwar machen wir es. Das war wieder das Telefon, es tut mir echt leid. Ich habe ehrlich gesagt total vergessen, das Telefon überhaupt hier rauszuschaffen aus meinem Zimmer. Es tut mir leid. This is not very good. Ja. Aber ja, Freunde, Fails gehören dazu. Dann wisst ihr mal, wie unser Telefon sich anhört. Ich finde es ziemlich nervig, ehrlich gesagt. Aber naja, reden wir nochmal ganz kurz mit Crimson und ich denke, dann beenden wir die Folge ganz normal und... Hey, Crimson. Du! Was machst du? Schmilzt du Gold ein? Was machst du? Schmilzt du dein Gold ein? Nein, ich putze Gemüse! Natürlich schmelze ich Gold ein und ich mache Münzen daraus. Dann stell dir vor, eines schönen Abends kommt Raven um die Ecke und drückt mir einen Münzstempel in die Hand. Aus einem einzigen Goldbrocken kann ich einen Haufen Münzen prägen. Ich bin so gut, dass man den Unterschied nicht mal merkt. Wie viele Münzen gibst du mir für einen Brocken? Naja, ich kenne dich zwar nicht, aber ich mache dir einen Freundschaftspreis. Für einen Brocken gebe ich dir 10 Goldstücke. Okay, lass uns falschen. Machen wir einfach mal das. Was ist das? Lass uns falschen. Nein, nein. Das ist ein Standardpreis, den jeder kriegt. Ich dachte, es wäre ein Freundschaftspreis. Ist es auch. Wir sind doch alle Freunde hier. Okay, dann tauschen wir doch mal Goldbrocken. Lass uns tauschen. Alle. Machen wir einfach alle. Wow. Wow. Das war einiges an Gold. Jetzt haben wir 3708, du große Neune. So, hier ist der nächste. Das ist eine Sklavenwache. Und dann geht's weiter hier runter. Wir gucken uns jetzt nochmal ganz kurz alles an. Oder nee, ich denke, das lasse ich mal als Überraschung für die nächste Woche. Für die nächste Aufnahme natürlich. Ja, oder auch nächste Woche. Wir haben ja heute Sonntagabend. Ja, Montag geht Schule wieder los. Aber ich würde sagen, wir stellen uns nochmal an den Anfang der Mine. Dann können wir nochmal alles schön überblicken. Und die restliche Erkundung der Mine machen wir dann das nächste Mal. Ja, ansonsten bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Es hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Wir haben diesmal, sind wir wirklich weit gekommen, das muss man an sich schon sagen. Wir haben interessante Gespräche geführt, wir haben Leuten, ja, gezeigt, wo der Hammer hängt. Wir haben Aufträge erfüllt, wir haben eine ganze Menge Erfahrungspunkte bekommen. Es ist unglaublich. Und ja, man kann nur sagen, wir werden bald der ganz schöne Aufräumer sein. Naja, das wird aber noch kommen. So, ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche. Ich hoffe, ihr startet gut in den Montag rein. Ich muss gucken, dass ich auch gut in die Woche starte. Ich hoffe, es wird nicht allzu stressig dann mit der ersten Schulwoche seit dem neuen Jahr. Naja, wir werden sehen. Ihr werdet auch sehen. Als letztes bleibt mir nur noch zu sagen, mein Name ist Kevin und tschö.